Jo, da ist der Guser und wir kommen zum ersten Fail-Angriff. Ja, alles schon gehabt. Wer hatte das noch nicht? Man fängt an, Town Hall ist draußen, man zündet seine Queen, zwar ein bisschen früh, aber immerhin. Und dann macht man natürlich noch was ganz anderes zu früh. Und zwar, man hat sich natürlich schon den Button zurechtgelegt, aufgeben. So, und man drückt ihn leider eine Sekunde zu früh und hat damit einfach mal verloren und 0% gemacht. Ja, das ist auch eindeutig ein Fail. Wie schnell die Bogies down sind. Gucken wir mal. Hier, 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 hier. Richtig fett gespammt. Hier und... Hier ist keine Fläche, solange der Minenwerfer da noch nicht so drauf geht. Aber hier auch, ja klar, logisch. Hier, das wird ein fetter Fail. Ah, die sind noch zur Seite gerannt. Die haben noch richtig Glück gehabt. Aber jetzt, bam, sind sie weg. Schade, man kann keinen CW-Angriff... posten, weil da geht natürlich auch manchmal megamäßig die Luzi ab, auf jeden Fall. Aber die waren natürlich, und da war noch richtig Loot am Start, da hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber das war doch schon einiges. So, gucken wir mal. So, dann machen wir jetzt mal... den... Anonymous machen wir mal zum Ältesten. Und jetzt hauen wir da mal Philipp sein Ding rein. Der hat verteidigt und hat auf die Fresse bekommen. Und da gucken wir mal. Aber man muss auch sagen, der Gegner hatte einfach mal, ganz ehrlich, guckt es euch an. Ihr seht es selbst. Er hatte komplett maxed. Also er hatte richtig... solche dicken Eier hatte er irgendwo zu hängen. Und die sind halt an seiner Base hängen geblieben und dann BAM! Gab's auf den Sack. Beziehungsweise vom Sack auf den Sack. Das ist ganz klar. Das ist klar, dass die Base da nicht Bestand hat. Und guckt mal, wie schön vorsichtig der sich da durcharbeitet. Der sagt sich auch, komm, ich habe doch Zeit. Und selbst die Zeit hätte er gar nicht gebraucht, aber er holt sich langsam die Prozente. Guckt, wo kann ich was machen. Ganz easy. Gucken wir da. Und guckt es euch an, hier zwei Witches. Relativ zeitgleich gedroppt. Und wie gesagt, die Queen und den King habe ich noch nicht gesehen. Nee, der King ist noch nicht am Start. Vielleicht lässt er den King sogar. Das kriegt er auch ohnehin. Aber da kommt der King in den Ring und fängt an zu singen. Ja, die Hexen leben auch noch und spawnen immer schön. Guckt mal, da, ja, alleine die Skelette rennen schon mal zur Queen und geben ihr da ordentlich Feuer auf jeden Fall. Das ist ganz klar, also das ist logisch, dass da nichts bei weiter gekommen ist. Logisch, dass sie da komplett nackig gemacht wurde. Ah, nee, zack. Ja, wie gesagt, Level 40er Helden ist schon echt mega. Ich sehe es ja, wie gesagt, ich habe ja mal die Nachricht vom Hofi noch. Der sagt ja jetzt auch, jetzt mit Maxed Helden, das geht mega ab. Ganz klare Sache. So, wie schnell die Boogies down sind, hatten wir schon geguckt. Philipp, lol, genau.
Zu früh aufgegeben, ja, kennen wir, kennen wir. Zeige ich aber gerne nochmal. Also es geht nicht nur einem so. Und dann sogar noch die CB verballert, Alter. Junge. Aber sowas ist grundsätzlich so eine Sache. Da sage ich mir wirklich, das kann in die Hose gehen, weil du lockst die CB. Die CB kommt raus und gibt dir richtig in den Sack. Aber auch schön hier nochmal den Luftfeger zu sehen. Das finde ich cool. Und jetzt kommt's gleich. Oh, auch ganz knapp. Ja, schade, sowas. Auf jeden Fall. So, perfekt. So, dann kommen wir jetzt zum Anonymous. Den werden wir zum Vizeanführer befördern. Und dann. So, erstes Video ist im Kasten. Weiter so, Leute. Das war's erstmal dazu. Reingehauen. Ciao, ciao.